Ihr fragt euch bestimmt, wie das jetzt in der Praxis aussieht, denn in der Theorie ist ja eine Sache und in der Praxis sieht es vielleicht anders aus. Mein Vorschlag wäre, nicht den Anspruch zu haben, sofort ein perfektes Smart Network von A bis Z irgendwie aufzubauen, sondern mit kleinen Schritten anzufangen. Das heißt, zuerst müsst ihr euch überlegen, was für ein Wirkungsziel habt ihr überhaupt und welche andere Akteure oder Partner in eurem Netzwerk gibt es, die das Ziel teilen oder zumindest ein Teil von das Ziel. Zum Beispiel, es kann sein, dass ihr den Anspruch habt, sehr viel über eure Projekte zu kommunizieren und ihr würdet super gerne euch zusammenschließen mit anderen Mentoring-Programmen, die auch über ihre Erfolge kommunizieren wollen, um eine bestimmte Zielgruppe in der Gesellschaft irgendwie zu beeinflussen. Wenn das zum Beispiel ein Wirkungsziel wäre, dann könntet ihr schauen, welche andere Akteure es gibt, die das Ziel eventuell teilen und einfach erstmal ein Treffen vereinbaren. Denn ein sehr, sehr wichtiger Aspekt von Smart Networks ist wirklich regelmäßiges Treffen, und zwar persönlich, gerade am Anfang, um Vertrauen aufzubauen. Das heißt, zuerst geht es darum, ein Wirkungsziel klar zu definieren, Partner zu finden, die das Ziel teilen, am besten auch das Ziel mit den Partnern gemeinsam definieren. Dann regelmäßige Treffen, vielleicht alle paar Monate, wie auch immer, am Anfang einzuplanen, um Vertrauen aufzubauen. Vielleicht sogar ein Zwischenziel auch aufbauen oder entwickeln, um zu schauen, wie die Zusammenarbeit überhaupt funktioniert. Ne? Denn wenn man innerhalb von 6 Monate schon einen kleinen Erfolg hat, hat man gleich mehr Vertrauen und mehr so Zusammengehörigkeitsgefühle. Und Vertrauen ist wirklich das A und O von Smart Networks und von Collective Impact allgemein. Denn damit langfristig solche Smart Networks wirklich funktionieren, muss unbedingt eine Bereitschaft zum Teilen vorhanden sein. Denn es geht genau nicht darum, irgendwie alles für sich zu behalten und nur das Minimum zu teilen, sondern wirklich alles offen zu legen und zu sagen, schau, wir sind hier, weil wir letztendlich die gleichen Ziele haben. Wie können wir unsere Wissen, unser Netzwerk, unsere Tools zusammen poolen, damit wir am Ende viel mehr haben, als wenn wir separat agieren.